Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Bus 718 Video heute mit einer Aufnahme in Streamlabs OBS. Wir müssen eine Menge machen. Hallo, das mal weg. Wir sollen einmal die Stadtroute hier machen. Das ist aber auch echt ein ekliges Ding, ne? Also 34 Minuten Streckenzeit, unter 34 Minuten. Ja, danke, dass wir das ganze Ding nochmal neu bekommen. Und ich habe es einfach, wie gesagt, nochmal probiert. Ich habe es hinbekommen. Unter 34 Minuten. Wunderbar. Heißt, wir können diese hier löschen. Und diese da löschen. Und dann haben wir diese hier. Und haben wir hier aufs Neue nochmal Sightseeing Stadt. Da kann man das eigentlich auch ändern zu, keine Ahnung, S1 für Sightseeing Stadt. Nice. Haben wir es hinbekommen. Da können wir jetzt endlich mal nach 22 Minuten Aufnahme starten. Ich weiß gar nicht, wie groß die Datei wird. Das ist halt wieder das andere. Geschweige denn, wie die Qualität ist. Ich hoffe, die Qualität ist nicht schlechter als vorher. Muss ich mir vielleicht gleich nochmal anschauen, bevor ich den zweiten Bums dann aufnehme. Wir fangen mal wieder mit dem Setra, würde ich sagen. Im S416. Wir sollen das alles ja im Loop fahren, deswegen fahren wir einmal im Loop. Eine Nachtfahrt, okay, das ist ja wunderbar. Sightseeing bei Nacht, alles klar. Abgesehen davon, dass gerade bei mir die Audiosachen gerade laggen. Okay, vergiss einfach, was ich im Clip zuvor sagen wollte. Ich wollte sagen, dass es natürlich auch daran liegen wird, wahrscheinlich, weil Streamlabs OBS einfach nicht ausgelegt ist auf, halt auf zwei Missverhalten, auf Aufnahmen, sondern eher halt aus Streaming. Aber dass es quasi deswegen halt eher eine schlechtere Qualität sein könnte. Aber ich habe Zentraler Busbahnhof. Die ganze Zeit war ich noch beim Simple, bei den Simple Settings, bin zu den Advanced Settings umgesprungen. Hoppala. Eine Fahrkarte bitte. Moment, Woche schon erdrücken. Du kommst zur Party, Waltenselbe, oder? Na klar, danke. Oh, hat der so hier vorne ich gesprochen? Brauche einige Mensch. Fahrkarten bitte. Tag, Standard. Zwei Stück und drucken. Hoppala. Kann ich wieder Sound haben, bitte? Danke. Hast du gestern das Konzert im alten Sägewerk gesehen? Die haben ja echt What? mal gerockt. Wo ist das vom Bus hin? Danke. Bitte. Oh, ich hätte essen sollen. Das war jetzt weird. Das ist ja wieder weg. Der Sound. Bei mir. Vom Bus. Hey, wo wollen Sie denn hin? Was passiert hier? Oh nein, ich habe sie vergessen. Wo hab ich... Klar.
Hä, warum ist der Bus leise? Was soll denn der Bullshit? Jetzt mal wieder zurück auf normal. Vielleicht ist der Direct dann gefixt. Sie haben das Licht nicht an. Ja, wir haben keinen Sound beim Kackbus. Was ist das wieder für ein Mist hier? Warum? Ich komme gar nicht mehr zu dem zu sagen, was ich sagen wollte. Meine Güte. Dann machen wir jetzt mal eine leise Fahrt zum nächsten Haltepunkt. Wieso blinke ich überhaupt? Was machen Sie so? Ich war mal Banker, aber das hat ja, ich war in den Simple Settings, habe dieselben Settings genommen wie jetzt bei OBS Studio. CPU-Auslastung ist bei 62%. In der Aufnahme sieht das auch super aus. Also mein Vorschaubild sieht eigentlich genauso aus, wie es für mich bei euch, für euch aus, wie es für mich aussieht. Aber der Sound vom Bus, der backt weiterhin rum. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Ja, ist ja gut. Aber nur vom Bus. Warum backt die nur vom Bus rum? Wir hatten noch nie Probleme mit dem... Ich verstehe es nicht. Da fahren wir ohne Sound. Ist oder so, ne? Kann man nicht ändern. Raff ich nicht. Raff ich kein bisschen. Sound haben wir immer noch nicht vom Bus. Dann fahren wir ohne Sound. Nächster Halt, Hauptbahnhof. Das ist doch, warum ist das so? Das ist doch Kacke. Fürs Abendessen einzukaufen. Naja, dann gibt's eben Pizza. Also, auch wenn erst Busnummer 21 Elektrobusse reinkommen, fahren wir heute mal mit dem Elektrobus. Einfach um uns dran zu gewöhnen, wie sich das klingen könnte. Okay. Knappes Ding. Also wenn ich den Bus auf die Straße zurücksetze. Ich hab gestern Shampoo gekauft. Also heute mal im Elektromodus unterwegs. Wiedersehen. Gehen Sie weg, die Tür geht nicht zu. Alle, die eingestiegen sind, müssen wir überprüfen. Bevor wir zur Pferdemühlengasse fahren. Ach so. Hier. Na klar. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Code. Ich verstehe nicht, warum das so ist. Ich verstehe es einfach nicht. Hoffen wir mal, dass es beim nächsten Mal nicht so ist. Dann wollen wir mal leiden. Hey, lange nicht gesehen. Wie war dein Urlaub in Sunny Springs? Wollen wir mal weiter durch die Stadt schleichen? Nächster Halt,
Klingt gut. Ich denke, ich werde meinen nächsten Urlaub auch da buchen. Ich werde das dann so machen, dass ich dann... oh nein, nicht hier durch. Schlimmste Straße. Seaside Valley. Also ich werde dann... Zwischen den beiden Folgen werde ich dann das Spiel einfach nochmal neu starten. In der Hoffnung, dass wir dann wieder Sound haben vom Bus. Wir kommen zu spät bei der Pferdemühlengasse an, weil diese Straße einfach enddumm ist, um dann mit dem Bus durchzufahren. Ampelanlage hin oder her, aber diese Ampelphase hätte anders sein müssen. Meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass wir danach Sound haben. Vom Bus wieder. Ich werde dann einfach mal einen anderen Bus nehmen. Ich werde dann wieder den Urban Way nehmen. Ich glaube, wir haben hinter uns einen LKW, deswegen haben wir Sound. Ja. Ansonsten, wenn das dann nicht funktioniert, immer noch keinen Sound haben nach dem Neustart. Boah, der Bus, der Sound so komisch wieder weggeht. Tschüss. Tschüss. Eine Fahrkarte bitte. Ist da keiner einfach so ein, alles klar. Doch. Danke. Und zwar die beiden. Ich war gestern viel zu lange im... Oh, hab ich da... Na klar. Hier. Ansonsten gehen wir nochmal wieder zurück zu dem normalen Setting. Also zu den Simple Settings. Testen dann da noch mal rum. Ne, wir müssen geradeaus weiter. Oh Gott, das ist so weird. Schade, sehr, sehr schade. Zunächst fangen wir jetzt auch bei mir, weil Windows wieder meint, die Festival des Bastens müssen. Ich hätte nicht gedacht, dass Hans zur Familie zurückkehren würde. Steigen nur welche ein. Es ist kalt heute Abend. Wenigstens ist der Bus geheizt. Na klar. Na klar. Hier. Na klar. Bitte. Na, wo hab ich denn? Ah, hier. Bitte. Oha, jetzt kommt der weite Schritt zur Peace Kogel Grange. Nächster Halt, Peace Kogel Grange. Keiner von den beiden war rüber. Ich dachte, einer von denen war rüber. Deswegen habe ich gehalten. Ich kann das Wochenende kaum erwarten. Also ganz, ganz merkwürdig gerade alles hier. Aufnahme fängt, also das quasi der Screen. Oh, der Ausschnitt, wo man halt die Aufnahme sieht, super flüssig, genauso flüssig wie in-game.
und halt alles andere super laggy. Ich weiß nicht, wie viel exakt, wie weit jetzt dieser Clip gerade ist. Das ist ja mittlerweile, glaube ich, der fünfte Clip oder so für diese Folge. Ich bin da bei 8:12. Immer noch, also es geht gar nicht weiter, also das ist komplett am Rumhaken. Aber aufnahmemäßig passt das, also das wird alles aufgenommen. Was ja auch einerseits Sinn ergibt, da es schließlich flüssig läuft, das Ganze. Du kommst zur Party im alten Sägewerk, oder? Na klar! Das einzige Nervige ist halt, dass wir keinen Sound vom Bus haben. Was halt total... I don't know. Das Wichtigste fehlt halt, ne? Ist halt wie es ist. Kann man halt nicht anders sagen. Das Wichtigste fehlt halt. Wir haben zwar immer noch die Umgebungsgeräusche, aber trotzdem, das sind halt nur Umgebungsgeräusche. Immerhin können wir jetzt die U's hören. Wir müssen sehr weit, wieder mal wie immer früh bei der Peace Coco Grange. Dass Hans zur Familie zurückkehren würde. Nächster Halt, Peace Coco Grange. Also ich kann mir gut vorstellen, dass. Hast du Lust, ins Kino zu gehen? In welchen Film? Ich habe an den neuen Superheldenfilm gedacht, der gerade angelaufen ist. Ja, klar. Was ist denn F? Ich wollte eigentlich den Warnblinker anmachen, aber gut. Dann wollen wir mal weiter. Mit dem E-Bus, Kappa. Nächster Halt, Steineck, Kirche. Zur Steineck Kirche. Oh, ihr wollt mich verarschen. Oh, sorry, ich mach's leise. Machen wir mal das Fernlicht an, da sehen wir auch die Schlaglöcher. Ja, genau. Genauso überhole ich auch immer. Vor allem in Neuauflagsimulator 2. Meine Haltestelle. Ich müsste mal wohin. Gut, ne, Steiner Kirche, gut, da will ich mal raus, oder? Ah, das Schöne ist, wir müssen halt nichts leveln wieder. Also wir können einfach ganz entspannt quasi. Was? Zwar auch wieder Aufgaben erledigen, aber wir haben halt nicht das Ding, dass wir irgendwie. 20, also ja, übertrieben, ne? Also dass wir Haltestellen um 4 Level weiter nach oben pushen müssen. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Elektrobusse in Bussimulator 21 etwas mehr Geräuschkulisse haben. Also wir sind, glaube ich, jetzt hier in diesem Fall aufgrund des, nennen wir es mal hoffentlich, Bugs, schon im
Full Hardcore Elektrobus Mode. Verdammt. Ich hab's vergessen, dass das Schlagloch dort ist. Steineck, Kirche. Egal, wir gönnen uns hier wieder Punkte aufgrund des Fernlichtes. Nach Steiner Kirche kommen nur noch zwei Haltestellen, ne? Da sind wir schon durch. Kommt wieder was von vorne. Kommt wieder was von vorne. Wenn wir die nicht blenden, die Leute. Nächster Halt, Steineck, Kirche. Wirklich, danke. Gerne. Hi. Hallo. Zwei Leute sind jetzt eingestiegen, ne? Hier. Dankeschön. Na klar. Dankeschön. Na klar. Hier, bitte. Freie Bahn und wir können dann wieder... Nächster Halt, Bootsbauergasse. Richtung Steineck fahren. Um durch Steineck durchzufahren. Mit dem Sound ist echt weird. Aber gut, ist halt wie es ist. In der letzten Folge kam endlich raus, dass Hans eine Zwillingsschwester hat. Christina! Warum denn so spooky? Und ich hätte nie gedacht, dass Hans und Christina verwandt sind. Ja, ich auch nicht. Das hat mich total umgehauen. Ich freue mich ja schon auf die neuen Dialoge, ne? Muss man einfach so sagen. Wenn man hier schon die quasi die stille Überbrückung an Dialogen hat. Oh, ich dachte, wieder Schlagloch. Huiuiui. So ganz ohne Sound, da kriegt man ja schon halben Schock hier, wenn man plötzlich hinter sich dann dieses ganz laute Gebimmel plötzlich hört. So, wir sind jetzt hier wieder in der Stadt, da ist wieder beleuchtet. Wir fahren jetzt durchs Agrargebiet durch. Hast du gestern das Konzert im alten Sägewerk gesehen? Die haben ja echt mal gerockt. Also, war schon beinahe bei der Bootsbauergasse. Danach geht es quasi auch nur noch über die Autobahn. Glaube ich zumindest. Nach Steineck. Ach Quatsch, ich komme jetzt auf Steineck. Zur Südschweiche. Hey, hast du die letzte Folge von Winter der Leidenschaft gesehen? Na klar. Ich hätte ja nie gedacht, dass Hans sowas tun würde. Lass mal wieder das Fernlicht, obwohl es ja hier teilweise beleuchtet ist. Ich muss zugeben, ich fände es etwas lustig, wenn ihr Sound hättet vom Bus und ich nicht. Es wäre sehr amüsant, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Wäre Blödsinn, wenn das so wäre. Also wenn noch mehr Blödsinn, als es sowieso schon ist. Hey, was machen Sie so? Tja, ich war mal Banker, aber das hat sich nicht mehr ausgezahlt. Ich fände noch mehr Sprüche zu berufen mit solchen Pointen ganz gut. Um ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Genau, da gibt's ja noch mehrere Berufe, wo man halt solche Jokes bringen kann. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Die habe ich auch gesehen. Ja, von denen steigt alles ein. Eine Person. Zwei sogar.
Wo hab ich denn... Ah, na klar. Jetzt kommen wir zu Ihnen. Einzel-Senior zweimal drücken. Danke. Sehr schön. Und dann warten wir wieder die Minute, bis es dann weitergeht. Denn wollen wir mal weiter auf die Autobahn zur Südspeiche. Nächster Halt, Südspeiche. Immer wieder dieses Schlagloch. Wunderbar, freie Bahn. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Fahrrad nicht doch schneller wäre. Ja, dann ja, fahren wir auf Autobahn, das würde ich sehen. Dann auch schneller sein als der Bus. Also für eine Nachtfahrt mit Sightseeing ist natürlich auch echt fragwürdig. Also wer eine Sightseeing-Route bei Nacht fährt, aber das kann man ja alles, man kann ja wirklich geile Sightseeing-Routen auch wirklich erstellen im neuen Teil, die dann halt quasi zu bestimmten Zeiten fahren, sagen wir mal von 8 Uhr bis 18 Uhr oder 8 Uhr bis 20 Uhr, dass dann halt Leute wirklich bei Tageslicht was sehen können. Da haben die Touristen ach, auch verdammt, wirklich was. Ich hab vergessen, die Haustür abzuschließen. Von solchen Sightseeing-Routen. Ich will den nicht mehr blenden. Wenn er weit genug weg ist, dann können wir wieder das Fernlicht anschalten. Ich bin eingeschlafen. Aber kommen wir schon in der nächste. Und dann sind wir schon gleich bei der Südspeiche. Hä? Ach genau, wir fahren im Loop, das heißt nach der Südspeiche kommt dann noch der Zopp. Dann fahren wir. Och Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, verdammt, da war ja was. Ja, ich auch nicht. Das hat mich total umgehauen. Da war ja was, wir mussten das Ganze hier im Loop fahren. Hab ich ganz vergessen. Das ist ja toll. Aber das Gute ist, wir haben jetzt so viel, wir haben einfach durch die Arbeit eine Sightseeing-Route ist und wir so weite Strecken zurücklegen haben, weil super, super viel Zeit gut, also Zeitdruck not even close to be found. Weil wir jetzt ja gleich auch Dingens, wo wir hier über Landstraße fahren, ne? Das. Aber das geht ja, ne? Dann fahren wir durch die Stadt und dann halt easy going. Alles easy going. Dann müssen wir noch gar nicht hin. Erst da vorne müssen wir rechts abbiegen. Und wir sind ach, zwei Minuten zu früh bei der Südspeiche. Leicht den Bordstein noch mitgenommen, aber nur leicht zum Glück. Nächster Halt, Südspeiche. Sehr pünktlich, danke. Alles easy, gar kein Problem. Tschüss. Tschüss. Oh, jetzt läuft das wieder. Ja, okay. Eine Fahrkarte bitte. Ich sollte nicht sagen, dass es läuft, dass es wieder flüssig läuft, also was heißt, flüssig läuft, das ist, nicht mehr so rumbackt, denn, das ist meistens immer dann der Punkt, wo es dann doch wieder rumbackt. Also nicht mehr, also wenn, ja, wo es halt na klar. Rumleckt hier, die bitte. Anzeige. Da. Hier. Boah, ne? Warten immer wieder genüsslich. Beim Zocken müssen wir nicht mehr warten, aber wir haben wahrscheinlich so 10 Minuten Zeit, bis wir dort sein müssen.
Dann wollen wir mal weiter. Hinter uns staut es auch. Da ist schon die Linie, keine Ahnung, Astra Promenade auf alle Fälle. Nächster Halt, zentraler Busbahn. 12 Minuten sogar. Endstation. Bitte alle aussteigen. Aber eine 4-Sterne-Fahrt wird es mit Sicherheit. Wir sind bisher nur einmal in ein Schlagloch gefahren. Und so kann man natürlich die Punkte mit Fähren nicht richtig nutzen. Und blinken oder so. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir so eine 4,5 bekommen. Roundabout. Da wir jetzt nicht noch, wenn ich jetzt nicht noch einen großen Tobak mache. Es ist halt echt ein weirdes Feeling. Ohne Motorgeräusche. Aber die Aufnahme scheint zumindest flüssig zu werden. Es ist dann halt, ja. Soll ich dir ein Foto von meiner Katze zeigen? Am liebsten mal wieder so ein Zwischending, ne? Sound vom Bus, nicht nur von der Umgebung. Und noch möglichst leckfrei. Aber gut. Ich kann das Wochenende kaum erwarten. Müssen wir mal schauen. Muss ich noch mal ein bisschen. Uiuiui. Ein bisschen Setting spielen oder nachdem mir das Spiel neu geschaltet ist, ob das dann funktioniert. Hey, lange nicht gesehen. Oh, hi. Ja, stimmt. Letztes Mal war. Ja, genau, damals. Das war als... Ja. Echt schön, dich zu sehen. Ich wünsch dir was. Also, wenn es nicht funktioniert, dann... muss ich quasi nochmal schauen. Ob ich was an den Settings ändern kann, damit das besser läuft. Tims Geburtstag gestern Abend. Ich hätte da nicht bleiben sollen. Also ob es dann besser läuft, weil das, ob wir einen Sound haben und ob es dann halt auch, also ja. Ich glaube, das Problem ist weniger, dass es Ich fühle mich, als hätten wir gestern im alten Sägewerk durchgefeiert. Ich bin hundemüde. Ich glaube, das Problem ist weniger, dass es nicht flüssig läuft mit OS, Streamlabs, OBS. Ich glaube, das größere Problem ist eher der Sound. Also es wird mit Sicherheit alles flüssiger laufen, aber das Problem ist halt wie gesagt der Sound. Und wir sind jetzt in der Stadt quasi und haben noch 9 Minuten Zeit, um zum Zopf zu fahren. Also easy going. Immer wenn ich reden will, immer wenn ich was sage, dann quasseln die dazwischen. Aber sein, wenn es wieder ruhiger ist, dann sind sie auch ruhig. Manchmal fühle ich mich, als wäre ich in einem Spiel. Aber wenn es ja wirklich so flüssig ist, wie es in der Preview für mich quasi gerade aussieht, oder so in der, ja. Im Aufnahmefenster, sage ich jetzt mal, aufsieht von Streamlabs OBS, dann ist das schon meilenweiter Unterschied im Gegensatz zum anderen. CPU-mäßig sind wir 12% geringer. Bei Streamlabs OBS waren wir so bei 23 bis 25. Ach, bei OBS Studio waren wir bei einer CPU-Auslastung von 23 bis 25, teilweise auch noch mehr Prozent. Hier sind wir bei 13,8 max. Würde ich mal behaupten. Alles ist schon ein Unterschied, ne? Und da es auch aussieht, als ob es flüssig läuft,
Ich kann gedacht, quasi wie bei Eurotruck Simulator 2 und bei American Truck Simulator könnte ich in der Theorie auch auf dem quasi auf Streamlabs OBS spielen, auf dem Monitor. Also könnte quasi darauf umsteigen. Wenn es mal Sonneneinstrahlungsprobleme gibt. Was schon nicht schlecht ist, also das muss schon was heißen. Das ist halt, vorher war das eigentlich nicht möglich. Dann sind wir 6 Minuten zu früh beim Zock, das ist ja der Wahnsinn. Genau pünktlich. Ja, ne? Genau ist gut gesagt. Alle draußen. Fahren wir mal zur Garage zurück. Nehmen wir den Müll mit und beenden die Fahrt. Und ich beende nach der Aufnahme das Spiel. Das war knapp. Und hoffen, dass wir danach Sound haben, auch wenn wir einen anderen Bus nehmen als den, den wir jetzt gerade haben, muss ich eigentlich so den gar nicht überprüfen könnten. Aber egal. Vergessen den Motor auszuschalten. Neues Level. Neues Decal. 5, 6, 7 und 2 neue Farben. So. Wir werden jetzt nicht so getextet, das wurden wir gerade eben, nachdem wir die Strecke erstellt haben, wo wir nochmal neu von demselben Text so getextet. Jetzt in diesem Fenster, wenn wir jetzt nicht im Bus sitzen und fahren, dann leckt das auch nicht mehr rum. Also der Mixer leckt nicht mehr rum und auch nicht quasi, ja, wie kann man es, ja, die Anzeigen von wegen, wie lange gerade die Aufnahme läuft, was die, wie die CPU-Auslastung ist. Ich glaube, die Frames waren auch durchgehend stabil. Durchgehend bei 48 FPS. Also schon, wenn der Sound vom Bus immer da ist, oder halt nicht buggt. Und das jetzt gerade kein, das gerade einfach nur ein Bug war vom Game selber und jetzt nicht wegen OBS, sondern wegen Streamlabs OBS, dann eine geile Sache. Wir sind sie ja eigentlich im Loop gefahren, ne? Okay, Strecke 1 fertig. Und die andere muss noch erstellt werden, alles klar. Ordnen wir das in einfach und einen Bus, der Strecke Sightseeing Station fahre, eine beliebige Strecke, mit einer angestellten Zeit haben, Einkommen zu generieren. Genau. Heißt, wir holen uns noch einen neuen Bus. Wir gucken mal, ob wir einen haben, den man halt wirklich als Sightseeing-Bus, der Sightseeing-mäßig passt. Haben wir eigentlich den A37? Den müssen wir, ne? Haben wir doch bestimmt. Wir haben doch bestimmt jeden Bus. Ernsthaft? Wir haben den Bus nicht?
Wir haben nur einen einzigen. For real, wir haben nur einen einzigen MRN und das ist der Gelenkbus. Das ist ja verrückt. Dann, weil wir einfach noch keinen von den Bussen haben, nehmen wir jetzt einfach mal den Bus und locken das Achievement. Gotta catch them all heißt, wir haben jetzt jeden Bus einmal gekauft. Wir bearbeiten den mal. Gleich in so. Weil er könnte noch. Genau, die auch einen von den ganzen Skins hier nehmen, aber. Wir lassen das, denke ich mal. Nach hier dann einfach nur so. Haben wir halt ein bisschen was. Könnte man natürlich auch einen Decal hinzufügen, haben wir ja schließlich. Jetzt habe ich. Ich wollte doch gar nichts. Aber haben wir was, was halt zeitziegenmäßig passen würde? Sehe ich jetzt so auf dem Anhieb nichts, was passen würde. Dann. Hallo? Gut, das könnte man halt machen wegen Seidenspinnen, aber das wäre halt eher was. Hallo, kann ich das wieder? Ich kann es deaktivieren. Wunderbar, dann haben wir den Bus anwenden. Wie viele Angestellte bewerben sich als Ass? Eine Menge. 1, 2, 3, 4 Stück. Das heißt, wir könnten prinzipiell noch drei weitere Busse kaufen. Zwei, drei, dann brauchen wir nur auf dieser Linie noch einen einzigen Bus. Wir haben, glaube ich, das genommen und das. $0 nehme ich. 1 Euro. Genau, Angestellte. Ast Nummer 1, Ast Nummer 2, Ast Nummer 3, Ast Nummer 4. Wunderbar. Dann können wir schon mal hier. Das wollte ich nicht. Können wir hier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hinzufügen. Wunderbar, dann haben wir das auch. Haben wir zumindest schon mal 4 von 5 hinzugewiesen. Wie gesagt, ich starte das Spiel jetzt nochmal neu und dann machen wir beim nächsten Mal die zweite Linie, die Überlandlinie, die Landlinie quasi, Sightseeing Land. Da wir noch nicht mit dem MAN A37 gefahren sind, hole ich mir gleich den auch nochmal. Schon mal, und dann können wir mit dem dann die S2 Sightseeing Land fahren. In dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, dass ich dann im nächsten Video wieder, hoffentlich mit Bus-Sound. Wie gesagt, ich starte das Spiel jetzt gleich neu. Und ich hoffe, also wie es aussah, scheint es ja sehr, sehr schön, sehr flüssig zu sein. Ja, aber genug gequatscht. Bis zum nächsten Video hier in Bus Simulator 18.